Nachdem Carina ihren Job bei McDonald's verloren hat und direkt danach ihren Job an der Tankstelle, versucht sie heute mal etwas Neues. Carina arbeitet ab jetzt im Dönerladen City Grill. Viel Spaß und herzlich willkommen bei Carina bei der Arbeit. Guten Tag. Herzlich willkommen beim City Grill. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern 4 Döner, alle schön mit Tzatziki und ordentlich Zwiebeln, bitte. Haben Sie eine Freundin? Was soll die Frage? Döner mit Tzatziki und Zwiebeln, da stinken Sie wie ein fettes Schwein. Ich habe keine Freundin, also lassen Sie das mal schön meine sein. Ja, jetzt wissen Sie auch, warum Sie keine Freundin haben. Stinki, stinki, Schweini, Schweini. Carina bei der Arbeit. Hallo. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern einen Döner, dazu noch einen Cola. Und, Entschuldigung, ich kann Sie ganz, ganz schlecht verstehen. Ich hätte gern einen Döner und dazu noch einen Cola. Nee, Ihre Sprache ist so, ich verstehe. Helmut! Ja. Sprichst du Arabisch? Ja. Kannst du mal übersetzen kommen? Ja. Er fragt, ob Sie mit Schweinefleisch wollen. Nein, will ich nicht. Ja, will er! Nein! Doch! Ja. Er sagt, Schwein ist heute im Angebot. Ich will Hähnchen, Hähnchenfleisch. Er will Ziegen, Ziegenfleisch. Ja. Er sagt, Sie sollen sich jetzt endlich entscheiden. Er habe schließlich noch andere Dinge zu tun, als die ganze Zeit irgendwelche Fragen von Ihnen zu beantworten. Alter, was los? Helmut, was los? Willst du mich verarschen oder was, Helmut? Komm her, wenn du es willst. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, was kriege ich jetzt? Einen Döner oder nicht? Ich gehe springen. Carina bei der Arbeit. Herzlich willkommen beim City Grill. Was kann ich für Sie tun? 2 Döner, bitte. Oh, da haben Sie aber Pech gehabt. Heute ist Not So Happy Döner Tag. 2 Döner zum Preis von 3. Wie bitte? Freitag haben wir ja den Happy Döner Tag. 2 Döner zum Preis von 1. Ja, das ist ja auch schön. Ja, und heute ist der Not So Happy Döner Tag. 2 Döner zum Preis von 3. Was soll das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Alle Einnahmen, die wir gestern verloren haben, holen wir heute wieder rein. Ist doch logisch. Und wie kommt das bei Ihren Gästen so an? Total beschissen. Ja, dann frage ich mich, wieso Sie sowas überhaupt machen. Das müssen Sie schon meinen Chef fragen. Und wie heißt Ihr Chef? Helmut! Carina bei der Arbeit. Moin, hallo. Hätten Sie Lust, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, wie Ihnen der City Grill gefällt? Oh, das ist ganz, ganz schlecht. Ich bin unter Zeitdruck, meine schwangere Frau sitzt im Auto und die... Frage Nummer 1. Wie essen Sie Ihren Döner am liebsten? A. Mit der Hand? Geht das jetzt noch weiter, oder... B. Mit der Gabel? Oder C, mit der Hand. Hand haben Sie eben schon gesagt. Jetzt meine ich aber die linke Hand. Am Anfang meinte ich die rechte Hand. Ich nehme beide Hände zum Döneressen. Also A und C. Ja, bitte beeilen Sie sich. Ich habe keine Zeit. Kommen wir auch schon zur zweiten Frage und somit der letzten Frage. Ja, bitte. Wie gefallen Ihnen meine Haare am liebsten? A, offen oder B, als Zopf? Nee, sorry. Tut mir leid. Tschüss. Also, wirklich. B, als Zopf. Carina bei der Arbeit. Ich hätte gern einen Döner, wenn's geht, ohne Krautsalat, bitte. Oh, das sieht schlecht aus. Ich habe die Ansage von ganz oben nur mit Krautsalat rauszugeben. Oh, das ist aber ärgerlich. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, oder? Ich will einfach nur einen Döner ohne Krautsalat. Ich versuche mal den obersten Chef in der Türkei anzurufen. Ja, kleinen Moment mal, bitte. Hier ist Carina, eine völlig unterbezahlte Mitarbeiterin aus Wesselburn in Deutschland. Hallo, Herr Döner. Ja, ich habe abgenommen. Schön, dass Ihnen das aufgefallen ist. Schön. Folgende Frage. Ich habe einen Kunden hier, der würde gerne einen Döner ohne Krautsalat bestellen. Ist das möglich? Ja? Ja, das hört sich doch gut an. Ja, schön, das sage ich ihm gerne. Super, ja, Güle, wie man sagt. Hallo, tschüss. Na, das scheint sich ja ganz gut angehört zu haben. Absolut nicht. Er hat gesagt, Sie sollen sich verdammt nochmal aus unserem schönen Laden verpissen. Nicht im Ernst? Nee, hat er nicht gesagt. Ich wollte schon sagen. Doch, hat er gesagt. Nein. Nee, hat er nicht gesagt. Wollte er erst sagen, aber hat er nicht gesagt. Na gut. Doch, hat er gesagt. Ja, was denn nun? Hat er nicht gesagt. Gut. Hat er gesagt. Carina.
Karina bei der Arbeit. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht kurz helfen? Ich suche hier eine Eisdiele, die soll hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Aber natürlich, ich helfe doch gerne. Oh, das ist super nett, vielen, vielen Dank. Möchten Sie zufällig auch einen leckeren Döner haben? Nein, vielen Dank, danke. Ich fasse nochmal zusammen. Sie kommen also hier rein und fragen mich etwas, wofür ich gar nicht zuständig bin und sind nicht mal bereit, einen leckeren Döner zu kaufen. Ist das richtig? Ich kann auch gern jemand anderen fragen. Es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt in irgendeiner Weise... Nein, alles gut. Ich helfe Ihnen gerne. Ich zeichne Ihnen den Weg mal eben auf, ja? So, dann müssen Sie da und hier. Alles klar. So kommen Sie dahin. Jo, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön an den City-Grill hier in Westerburen, dass ich hier drehen durfte. Zwei ganz normale Typen, wie sie hier in Westerburen überall rumlaufen. Ja, wollt ihr noch irgendwas sagen? Vielen Dank. Ja, ich danke euch. macht's gut. Nächsten Mittwoch kommt ein neues Video. Bis dahin alles Gute und tschüss. Dankeschön.